Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch meine Weihnachtsgeschenke 2020 zeigen, denn ich habe ja wirklich allerhand bekommen und dachte mir, das muss ich euch unbedingt zeigen. Und ja, ich habe haufenweise Süßigkeiten bekommen, die ich euch jetzt natürlich nicht zeigen werde, aber ich könnte jetzt in Süßigkeiten schwimmen. Und ja, und ein bisschen Geld habe ich natürlich auch bekommen, was ich aber natürlich auch nicht in die Kamera halten werde. Und ja, ich habe meine ganzen Geschenke hier in einem Beutel und würde sagen, wir legen los. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und zwar habe ich einmal dieses wunderschöne Kissen bekommen, und zwar von Stitch. Richtig, richtig süß. So sieht das aus. Habe ich auch noch nicht, deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich drüber. Das ist kein Geschenk, was ich schon habe, denn bei Stitch oder Riverdale ist es sehr, sehr riskant, mir was zu schenken. Aber ich habe das noch nicht und es ist sehr, sehr niedlich. Dann machen wir gleich weiter mit noch einem kleinen Kuscheltier und das ist so unfassbar süß. Und ja, das ist dieses kleine Etwas hier. Was ist das eigentlich? Ist das ein, wie heißen die denn? Ein Oktopus? Heißt das so? Ich weiß es gerade nicht. Ja, auf jeden Fall sieht er so aus und hier lacht er auch, aber er hat noch einen Clou, und zwar kann man den umdrehen, und das mache ich mal, und dann sieht er so aus. Dann ist er in so einem Grün und hat eine böse Miene, das heißt, das ist quasi wie so ein Stimmungsbarometer. Wenn mir mal nicht danach ist, kommt er so rum, und wenn ich mich freue, kommt er in diesem wunderschönen Mintton so hier. Richtig süß, kommt jetzt auf mein Bett. Und finde ich wirklich unfassbar niedlich. Dann habe ich mir eine Switch-Tasche ausgesucht. Also ich muss sagen, dass halt das meiste, was ich geschenkt bekommen habe, habe ich mir vorher selber ausgesucht. Und manche Sachen waren halt noch eine kleine Überraschung. Aber ich habe mir einmal noch eine Switch-Tasche gewünscht. Boah, das war jetzt so viel Sch auf einmal. Also, ich habe mir eine Switch-Tasche gewünscht und habe diese coole Switch-Tasche von Animal Crossing bekommen. So sieht die aus. Richtig, richtig cool. Und ja, hier ist dann genügend Platz für Switch und Spiele und alles Mögliche. Sehr, sehr cool. Und ja, ich finde das Bild auch richtig cool. Dann habe ich ein Spiel bekommen, und zwar ist das dieses hier. 4 Bilder, ein Wort. Ich denke mal, die meisten kennen wahrscheinlich die App dazu, denn es gibt quasi eine Spiele-App, die so heißt 4 Bilder, ein Wort, die auch sehr, sehr bekannt und beliebt ist. Und ja, ich habe mir halt das Spiel gewünscht, beziehungsweise wollte es mir eigentlich selber kaufen und habe es dann halt noch, habe es sogar bekommen. Worüber ich mich auch sehr, sehr freue, ist sehr, sehr cool. Hier hat man halt immer 4 Bilder, und diese 4 Bilder ergeben halt ein gemeinsames Wort. Und ja, hier kann man das halt einfacher mit der ganzen Familie spielen, als wenn man das auf dem Handy spielt und dann das Handy immer rumreichen muss. Und hier hat man halt die Karten dazu, die man dann quasi einfach auf den Tisch legen kann. Und dann macht sich das alles viel, viel einfacher. Und ja, sehr, sehr cool. Werden wir auch auf jeden Fall bald testen als Family. Dann machen wir weiter mit einem Tagebuch. Und zwar sieht das so aus. Es ist wunderschön, da ich sehr, sehr gerne und viel schreibe und auch gerne meine Gedanken aufschreibe, habe ich mich da sehr, sehr drüber gefreut, weil das auch unfassbar schön ist. Und jetzt kann ich wieder weitermachen mit ganz viel Aufschreiben. Dann kommen wir zu 2 Switch-Spielen. Und zwar ist das einmal dieses hier, My Time at Portia. Ich weiß, ihr klebt doch dabei das Preisschild drauf, aber das ist meine Family, die lässt alles drauf. Das ist einmal dieses Spiel hier. Und hier steht, erarbeite dir deinen Weg in die Herzen der Gemeinschaft. Und dann habe ich noch ein zweites Switch-Spiel, und zwar ist das vielleicht ein bisschen kindlich, aber ich fand es sehr, sehr süß und ich wollte es unbedingt haben. Und zwar dieses hier. Das ist meine Schulklasse, und ja, hier ist man quasi Lehrerin und erschafft sich seine eigene Schule. Und ich fand das so süß und ich wollte das unbedingt haben. Und ja, werde ich auf jeden Fall bald starten. Dann habe ich 2 DVDs bekommen. Und zwar einmal diese hier. Und zwar ist das I Still Believe, eine Liebe kann dein Leben verändern. Das ist mit KJ Apa. Ich weiß nicht mal, wie der ausgesprochen wird, muss ich jetzt mal echt so sagen. Aber das ist auf jeden Fall ein Hauptcharakter von Riverdale. Und ja, dieser Film ist unfassbar
emotional, glaube ich. Und sehr, sehr schön. Ist auch nach einer wahren Geschichte. Und ich wollte eigentlich ins Kino damit, oder zu dem Film ins Kino gehen, habe es aber leider nicht geschafft und dann haben die Kinos geschlossen und deswegen habe ich mich sehr über die DVD gefreut. Und dann noch ein Film und zwar Countdown Sterben, da gibt es eine App für, willst du wissen, wann du stirbst, und ja, das ist so eine Art Thriller, ein bisschen Horror, und hier ist übrigens einer der Hauptcharaktere Elizabeth, wie heißt sie denn, Elizabeth Lail, das ist, sie war bei der Netflix-Serie You in der ersten Staffel ein Hauptcharakter. Wow, das war jetzt schwierig. Aber ja, hier geht es halt um eine App, die dir halt sagt, wann du stirbst. Und genau, das auf jeden Fall kam der Film leider nicht bei uns in den Kinos, also hier in der Nähe. Und deswegen wollte ich unbedingt den Film haben und ich freue mich da mega drauf. Dann machen wir weiter mit Kleidung. Und zwar habe ich einen super süßen Schlafanzug bekommen. Der ist so niedlich. Und zwar ist das dieser hier. Der ist von Tweety und oh mein Gott, wie süß ist der bitte. Ich liebe ja Tweety, ist so süß. Und ja, der Schlafanzug sieht halt so aus. Ein rosanes T-Shirt und eine graue Hose. Sehr, sehr süß. Und wenn es wieder wärmer wird, werde ich den sofort anziehen. Dann habe ich noch ein T-Shirt von KF bekommen. Und zwar ist das ein graues. Und das T-Shirt sieht so hier aus. Ein ganz normales T-Shirt, stelle ich mir meistens immer eine Größe größer. Und ja, hier steht halt KF drauf. Sehr, sehr cool. Und sobald es wärmer ist, wie gesagt, wird alles angezogen. Dann machen wir mal weiter mit Büchern, denn die dürfen natürlich absolut nicht fehlen. Und zwar habe ich einmal diesen Schuber hier bekommen. Und zwar ist das von Valentina Fast, die Royal-Serie oder Royal, wie auch immer. Das sind eigentlich 6 Bände, aber hier sind halt immer 2 Bände in einem. Also, dass man halt nur 3 Bücher hat. Ja, sind diese 3 Bände, freue ich mich schon drauf zu lesen. Und passend dazu habe ich noch das Spin-off bekommen. Und zwar Princess, der Tag der Entscheidung. Das ist quasi so irgendwie die Sicht von außerhalb. Also hier geht es ja auch so um so eine Prinzessinnenwahl. Und das ist quasi so dieser Blick von außen. Also wie das ein anderes Mädchen so sieht. Auf jeden Fall ist das quasi ein Spin-off und das gehört einfach dann noch dazu. Dann habe ich noch ein Buch bekommen und zwar dieses hier. Das ist von Barbara Bolwan, Der Klassenfeind und ich. Also ich kriege quasi jedes Jahr von meiner Oma ein Buch geschenkt und sie hat mir das hier geschenkt, denn sie fand es ist mal wichtig, dieses Buch zu lesen, denn hier geht es um die DDR. Und wie es halt damals in der DDR war und sowas. Und das ist auch ein Jugendbuch. Und hier geht es um ein Mädchen, das sich auf Klassenfahrt in einen Jungen verliebt, beziehungsweise im Urlaub. Und natürlich steht die Mauer zwischen ihnen. Also meine Oma fand es ist wichtig, dass ich das mal lese. Und es klingt doch sehr interessant, deswegen werde ich das auf jeden Fall auch lesen. Und bin mal gespannt drauf. Dann habe ich noch dieses Parfümset bekommen. Und zwar von Spirit. Ein Parfüm und ein Duschbad. Das sieht so hier aus. Riecht sehr, sehr schön süß. Genau, passend für mich. Und freue mich auch schon zu benutzen. Dann habe ich noch diese süße Schneekugel hier bekommen. Und ich finde die so, so süß. So sieht die aus. Hier ist ein kleiner Mops drin oder eine Bulldog. Ich weiß nicht, für mich sieht es eher aus wie so ein Mops. Und da ich diese Hunderasse liebe, finde ich das sehr, sehr süß. Und ja, werde ich mir auf den Schreibtisch stellen. Und dann habe ich noch ein Räuchermännchen bekommen. Und zwar direkt von der Erzgebirgsstube. Diejenige, die mir das geschenkt hat, fährt halt jedes Jahr dorthin. Und hat mir da einen süßen Imker mitgebracht. Sehr, sehr cute. So sieht er aus. Und passend dazu hat sie mir natürlich noch die Räucherkerzen dazu geschenkt. Und dann werde ich den auf jeden Fall mal anmachen und losräuchern damit. Dann habe ich wie jedes Jahr eine Glücksrakete bekommen, in der Hoffnung, dass ich wahrscheinlich mal was gewinne. Also ich möchte ja nichts sagen, aber letztes Jahr habe ich immerhin 5 Euro gewonnen. Also mal gucken, wie es dieses Jahr so aussieht. Dann habe ich noch einen Büchergutschein bekommen. Den kann ich euch jetzt nicht so ganz groß zeigen, weil der halt von uns vom Laden oder da, wo ich arbeite, halt ist. Und
damit ich mir neue Bücher kaufen kann. Und ganz zum Schluss habe ich hier noch eine Kleinigkeit drin. Hier. Die werde ich euch allerdings nicht zeigen, weil das sehr, sehr privat ist. Es ist halt ein Schmuckstück mit einer Gravur und die bleibt mir hier drin. Die möchte ich nicht teilen, weil das von einem Herzensmenschen kommt. Und ja, das waren meine Geschenke. Es war sehr, sehr viel. Wow, wenn ich das jetzt alles sehe. Oh mein Gott, meine Tüte ist jetzt leer. Ich bin gerade selber erschrocken. Und ja, das waren meine Weihnachtsgeschenke 2020. Ich dachte mir, ich zeige euch die einfach mal, weil ihr die Videos sehr, sehr gerne seht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr wie immer in der Infobox und am Ende des Videos. Und um nichts mehr zu verpassen, müsst ihr einfach auf den roten Abonnieren-Button drücken und dann bin ich immer in eurer Abo-Box. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!